Fabian Mossmann, 3:1 Sieger heute gegen TuS Mayen. Fabian, gerade die erste Halbzeit war harte Kost. Wie siehst du das Spiel? Ja, es ist halt immer schwierig gegen einen Gegner, der im 5-4-1 in der eigenen Hälfte verteidigt, nach Ballgewinn dann permanent lange Bälle nach vorne knallt. Da wird es auf der einen Seite ist immer sehr schwierig, sich da durchzukombinieren, gerade wenn der Platz halt aktuell noch so ist, dass man meistens den Kontakt mehr braucht. Aber wie gesagt, es waren in der ersten Halbzeit, die ersten 10 Minuten, fand ich es immer noch ganz gut reingekommen. Dann ist es mehr und mehr verflacht. 0-0 hätte es zur Halbzeit sicherlich auch nicht stehen müssen. Ich glaube, Mayen hatte 2 Dicke, wir hatten 2-3 Dicke. Von daher waren wir mit der ersten Halbzeit auch nicht so ganz zufrieden. Aber spätestens mit dem 1-0 haben wir uns ein bisschen aufs Wesentliche wieder konzentriert, haben dann auch vierfach gewechselt. Natürlich wurden beim Gegner die Beine dann ein bisschen schwerer, aber ich glaube, der Viererwechsel hat uns auch ganz gut getan. Da waren viele Jungs, die dann wieder gute Akzente gesetzt haben. Das gibt die Breite vom Kader her, aktuell oder die ganze Saison schon. Von daher war es, glaube ich, aufgrund der zweiten Halbzeit schon verdient. Ein 3-0 wäre sicherlich zu hoch. Ich hätte ein 2-0 lieber unterschrieben als dieses 3-1 mit dem unnötigen Gegentor am Ende. Trotzdem denke ich, ist dieser 2-Tore-Vorsprung aufgrund der zweiten Halbzeit dann schon irgendwo in Ordnung. Wir haben nachher viele Sachen gut gemacht, aber wissen auch, dass wir heute sicherlich noch keinen Sahnetag hatten. Ja, richtig. Du hast ja auch viel gewechselt, gerade zu Beginn. Also die Startelf war ja ziemlich rotiert. Der dritte Platz bleibt weiterhin dein Ziel. Ja klar, wie gesagt, aber die Jungs reiben sich alle unter der Woche im Training auf. Ich kann ja nicht der Mannschaft sagen, wir haben 24 Jungs mit Rheinland-Liga-Niveau und lassen nur 11 spielen. Von daher, die heute gespielt haben, haben es nicht schlechter gemacht, als die letzte Woche gespielt haben oder die Wochen davor. Wir sind eine Mannschaft, da wird jeder gleichermaßen benötigt. Das spiegelt sich natürlich nie 1:1 in Spielzeiten wieder. Es ist auch nicht möglich, das alles gleichermaßen zu bedienen. Aber gerade hinten raus, jetzt in den Spielen, die wir haben, aber auch gerade vor der englischen Woche mit 2 ganz schweren Auswärtsspielen vor der Brust, ist es auch wichtig, den Jungs Rhythmus zu geben, Rhythmus zu lassen, auch immer wieder ein bisschen frische Beine reinzuwerfen. Und ich glaube, das hat hinten raus schon auch ein bisschen den Ausschlag gegeben. Ja, absolut. Ich meine, das ist eine Stärke von dir, alle gleich zu behandeln und allen die Spielzeiten zu geben. Jetzt die englische Woche, Wissen und dann sein Rohr. Was erwartest du? Ja, zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen, die sicher ein bisschen aktiver wieder am Spiel teilnehmen wollen als die Mainer. Gerade am Mittwoch wird eine ganz, ganz weite Auswärtsfahrt unter der Woche. Ist natürlich immer sehr undankbar. Da ist der Kader ein bisschen kleiner, weil der ein oder andere halt auch beruflich oder privat verhindert ist. Aber wir sind jetzt immer mit 17, 18, 19 Leuten rausgefahren. Das gibt uns die Chance, wieder dem einen oder anderen Minuten zu geben. Und egal, wo wir hinfahren, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Die Qualitäten haben wir. Jetzt können wir in der englischen Woche noch 6 Punkte holen. Die hätten wir gerne. Ich habe gesagt, aus den letzten 4 Spielen wollen wir 10 haben, um Platz 3 zu festigen. Die ersten 3 haben wir. Jetzt haben wir noch 3 Spiele, aus denen wollen wir 7 holen. Das heißt, ja, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und wir werden den ganzen Kader brauchen. Okay, Fabian, dann wünsche ich euch viel Glück. Toi, 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 super. Danke.